Ich darf jetzt dann gleich unseren ersten Gast auf die Bühne bitten, über den ich mich auch total freue. Wirklich super, dass das geklappt hat, lieber Jürgen Schmidt von der Memo Stiftung. Das ist mir aus mehreren Gründen wirklich ein besonderes Vergnügen. Ich weiß nicht, wer die Memo AG kennt, die Jürgen mit gegründet hat. Ich habe gehört, du hast angefangen mit Umweltpapier auf dem Schulhof zu verkaufen. Richtig, ja. Das ist gar nicht so weit weg von der Hardware, die wir damals schon auf dem Schulhof verzockt haben. Natürlich dann noch mit mehr Anspruch, den du da hattest. Und aus der Memo ist ja inzwischen ein europaweit tätiger Versandhändler von nachhaltigem Büromaterial geworden. Zu dem ich auch einen doppelten Bezug habe, weil ich muss zugeben, auch wenn ich der totale Nerd bin, aber Schreibwaren finde ich einfach super. Das ist, wenn ich schon in so einen Laden gehe und diesen Geruch, ich weiß nicht, geht es nur um jemand, bin nur ich so komisch oder geht es noch jemandem so? Ich finde, Papier ist einfach ein schöner Stoff. Also dieser Geruch, ja, oder wenn man so eine Stiftbox aufmacht, also das ist einfach super. Leider konnte ich den bei euch noch nicht mitkriegen, es ist nur das bisschen, was in der Memo-Box noch drin ist. Aber umso mehr habe ich mich natürlich gefreut, als ich bestimmt vor über 10 Jahren mitgekriegt habe, dass es hier bei uns in der Gegend einen wirklich super gut aufgezogenen Versand für nachhaltiges Büromaterial gibt. Und die ziehen es ja auch tatsächlich durch. Im Zweifelsfall werden die Bürostühle im Stadtgebiet auch mit dem Lastenrad gebracht. Haben wir auch schon mitgekriegt. Also das ist wirklich eine sehr tolle Sache. Die Memo AG kann man nur empfehlen, memo.de. Da bist du jetzt schon eine Weile raus und machst noch ein paar andere Sachen, um das Thema noch ein bisschen weiter zu treiben in der Memo Stiftung. Und ich denke, da wirst du uns jetzt einen Einblick da reingeben. Ja, vielen Dank. Also ich freue mich im Gegenzug sehr, dass das Thema Nachhaltigkeit jetzt heute beim IT-Forum gleich an erster Stelle im Programm steht. Also das ist ja schon ein Statement. Ja, ja, also von daher einen Applaus für Christian an der Stelle. Nicht nur, also da waren wir uns schon einig. Das ist auf jeden Fall, sehen wir genauso wichtig, wie es an der ersten Stelle hingehört. Ja. Gut, Jürgen, dein Mikro, deine Bühne. Okay, vielen Dank. Ja, der Christian hat mich gebeten, gleich mehrere Dinge heute in irgendeiner Form vielleicht so ein bisschen zu berühren. Und das ist eine echte Herausforderung in 35 Minuten. Ich schaue mal, wie ich zurechtkomme, weil allein mit den 3 Themen, die ich mir jetzt so, oder die er mir so auch ein kleines bisschen aufgegeben hat, ließ sich jeweils 1 Stunde füllen. Von daher habe ich sehr, sehr stark komprimiert und habe heute so einen kleinen ersten Impuls zum Thema, was ist eigentlich meine Vorstellung von nachhaltigem Unternehmertum? Und dann hat der Christian gesagt, erzähl doch ein bisschen was auch über deine Motivation, über die Art und Weise, wie du dazu gekommen bist. Das möchte ich im zweiten Teil tun, wo es dann ein kleines bisschen auch darum geht, Memo, aber eben auch um das Thema ja, Konsum, wie sehen wir das eigentlich oder was sind da die Punkte, die vielleicht wichtig sein könnten. Und am Schluss komme ich nochmal auf das zu sprechen, was ich jetzt, nachdem ich ja seit 10 Jahren bei Memo inzwischen raus bin und auch in diesen 10 Jahren vor allem als Berater unterwegs war und dort Unternehmen begleitet habe auf der Transformation, was ich jetzt nach diesen 10 Jahren, vor 2 Jahren mit der Memo Stiftung ins Leben gerufen habe und welche Motivation da dahinter steht. Gut, jeder von Ihnen, denke ich, kennt den Earth Overshoot Day. Der war global dieses Jahr am 28. Juli. Und ich denke, wir sind uns alle im Klaren darüber, dass unsere Art zu leben und zu konsumieren auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen so einfach nicht funktionieren und weitergehen kann. Deutschland übrigens, und deswegen habe ich diese Folie nochmal aufgelegt, ist ganz vorne dabei. Ja? Also wir sind hier mit unserem Earth Overshoot Day nicht am 28. Juli, sondern am 4. Mai diesen Jahres. Wir sind bei 3 Erden. Das muss man sich tatsächlich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Und wir sehen ja auch, was das inzwischen bedeutet. Die Übernutzung von Ressourcen hat zu einem massivsten Biodiversitätsverlust in den letzten Jahren geführt. Und wir sehen es auch auf der Klimaseite, dass wir immer mehr Probleme haben mit Extremwetterereignissen und so weiter. Also von daher ein Thema, das, denke ich mir, uns allen klar ist und das uns auch allen bekannt ist. Die Frage nur ist, okay, wie hängt das mit der Wirtschaft zusammen oder wie ist die Rolle der Wirtschaft in dem Ganzen? Und da komme ich jetzt zu 3 Folien, die sind uralt, die benutze ich seit 10 Jahren, aber sie zeigen es eigentlich immer noch am schönsten aus meiner Sicht. Also das, was wir hier haben und was immer noch die vorherrschende Denkweise oder das vorherrschende Modell ist, ist lineare Ökonomie, also take,
Make and waste, letztendlich. Nehmen, erzeugen, wegwerfen. Das ist die Basis des Wohlstands, den wir haben und unserer modernen Konsumgesellschaft. Und auch wenn wir jetzt auf EU-Ebene natürlich in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen und wenn uns immer mehr natürlich auch in Richtung nachhaltige Energien bewegen, ist es trotzdem immer noch das weltweit vorherrschende Modell. Das sehen wir jetzt natürlich ganz schön, gerade bei den ganzen Themen mit Energien und Rohstoffen und Gas, wie weit wir noch in dieser Welt drin sind und wie starke Abhängigkeiten es da eigentlich noch gibt. Deswegen reicht es auch nicht, wenn wir jetzt ein paar Rohstoffe vermehrt in Kreisläufen führen oder wenn wir die Quote der erneuerbaren Energien nach oben bringen. Solange wir in den alten Denkmustern bleiben und auf Monokulturen, Standardisierung, Globalisierung und Gewinnmaximierung setzen, haben wir natürlich irgendwo keine Möglichkeit, tatsächlich aus dieser Falle rauszukommen. Weil letztendlich tun wir mit dem System nur Kosten externalisieren. Das heißt, auf Kosten der Biodiversität wirtschaften, dadurch natürlich günstigere Preise heranbringen. Wir verlieren Boden, Fruchtbarkeit, wir haben soziale Verwerfungen letztendlich. Und wir wirtschaften natürlich auch auf die Kosten zukünftiger Generationen. Und ich glaube, die zunehmenden Krisen, die wir jetzt an allen Ecken und Enden sehen, sind auch ein Zeichen dessen, dass wir uns von dieser natürlichen Welt, die ganz andere Regeln hat und in einer ganz anderen Balance ist, letztendlich total entfernt haben mit dem Wirtschaftssystem. Wie kommen wir letztendlich wieder da raus und was bräuchte es eigentlich für eine Sichtweise auf der Wirtschaft, auf die Wirtschaft, um letztendlich hier in Richtung eines Systems zu kommen, das innerhalb der planetaren Grenzen und das innerhalb der Möglichkeiten, die wir haben, auch funktioniert. Und da gibt es zwei schöne Grafiken dazu. Und möchte da noch mal eine Frage an Sie stellen hier. Wer kennt von Ihnen den Artikel 151 der Bayerischen Verfassung? Das ist natürlich eine gemeine Frage, ist klar. Aber der lautet, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Und sowas steht nicht nur in der Bayerischen Verfassung, sowas steht in der Verfassung vieler Länder weltweit. Und das, was wir letztendlich haben, ist eher, wie ich vorhin mit dem linearen Verständnis in der klassischen Ökonomie das gezeigt habe, was ich so als Mantra auch letztendlich seit vielen Jahren kenne, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann hat sie auch genug Möglichkeiten und kann genug profitieren, um der Gesellschaft einen guten Beitrag zu leisten und letztendlich auch um Umweltschutzprojekte eben voranzubringen mit neuen, besseren Technologien. Aber letztendlich sehen wir auch, wenn ich das so höre, naja, wenn wir genug verdienen, dann können wir das machen, dass immer wieder dieser klassische Gegensatz auftaucht, ja, haben wir denn genug Geld, um uns Natur- oder Umweltschutz leisten zu können als Unternehmen? Also wo können wir investieren und wo haben wir eigentlich noch ein klassisches Gewinnverständnis? Und dieses Problem, da rauszukommen, das ist etwas, was wir nur lösen können, wenn wir Wirtschaft und Erfolg von der Einordnung grundsätzlich anders denken. Das heißt nicht, wenn es der Wirtschaft gut geht, wie man das links sieht, dann geht es auch Umwelt und Gesellschaft gut. Und das ist letztendlich eingebettet, sondern die Wirtschaft ist eigentlich etwas, was in den übergeordneten Systemen innerhalb der Gesellschaft einen Beitrag leisten sollte und was eben auch innerhalb der planetarischen Grenzen wirtschaften sollte. Dazu bräuchten wir eine ganz andere Definition von Erfolg als eine rein monetäre Messung. Ja. Und dann würde die Wirtschaft dem Verfassungsauftrag auch wieder gerecht werden. Ja. Okay, das war jetzt groß hergeholt und die Frage ist natürlich auch, okay, wie sehen wir das oder wie agieren Unternehmen? Wir haben jetzt gerade von Christian auch gehört am Start, okay, Nachhaltigkeit ist bei ganz vielen IT-Unternehmen und auch bei ganz vielen anderen Unternehmen auf jeden Fall schon ein Thema, das verankert ist und wo Projekte laufen. Ja? Aber was für Projekte sind es denn in der Regel? Wir haben meistens eigentlich Projekte, die sich auf der Ebene bis hin zur nachhaltigen Unternehmensführung bewegen. Das heißt, Corporate Citizenship, okay, guter Beitrag innerhalb der Gesellschaft, Projekte hier durchzuführen, vielleicht auch mal Corporate Volunteering, das heißt, Mitarbeiter engagieren sich in Sozialprojekten oder in ökologischen Projekten. Dann ist das Stichwort oder auch ein bisschen das Modewort Corporate Social Responsibility, das ist schon ein bisschen mehr, lässt aber den ganzen ökologischen, nachhaltigen Bereich in Bezug auf die planetarischen Grenzen leider außer Acht. Und das alles ist letztendlich, ja, okay, wenn man das dann gut macht, nachhaltige Unternehmensführung.
aber das ist natürlich immer noch auf einer Ebene, wo die Frage ist, leistet das Unternehmen tatsächlich in Richtung nachhaltige Entwicklung auch einen Beitrag? Also ist es da im System letztendlich, im Gesamtsystem auch so aufgestellt, dass es einen Beitrag leisten möchte, zur Lösung ökologischer oder gesellschaftlicher Probleme tatsächlich auch mit dem Kerngeschäft beitragen möchte? Weil das, was ich sehe in Unternehmen und was eigentlich die vorherrschende Geschichte ist, sind begrenzte Projekte in Richtung mehr Effizienz, die sich aber offen natürlich auch einfach ganz normal rechnen, ja, oder es sind eben solche begrenzten Projekte in Richtung soziale oder gesellschaftliche Engagements, die aber letztendlich natürlich auch nur ein bisschen so das kompensieren, was auf der anderen Seite dann vielleicht eben kaputt gemacht wird. Und wenn Sie jetzt so Ihr Unternehmen mal angucken und schauen, wo würden Sie sich denn hier von den Ebenen einordnen, ja? Also ich lese in manchen Nachhaltigkeitsberichten, dass die Leute ganz stolz dann reinschreiben, wir erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen und ökologischen Anforderungen, die da von den gesetzlichen Rahmenbedingungen sind. Auch das ist etwas, was tatsächlich manchmal so ein bisschen gehypt oder gefeiert wird. Ja. Aber hätte Nachhaltigkeit bei Ihnen jetzt denn tatsächlich eher Projektcharakter? Also isolierte Projekte oder mal eine Solaranlage bauen oder eine Heizung umstellen auf erneuerbare Energien? Oder ist es tatsächlich irgendwo tief in die Strategie schon verankert? Und man sagt, Nachhaltigkeitsmodell ist im Geschäftsmodell, in den Prozessen auch drinnen tatsächlich. Also ich gucke das in allen Bereichen von Logistik bis Beschaffung tatsächlich, wie das, was ich da verbessern kann. Oder, aber das wäre jetzt dann der nächste Schritt, arbeitet Ihr Unternehmen im Kerngeschäft tatsächlich auch an der Lösung sozialer oder ökologischer Themen? Und das wäre aus meiner Sicht eben in Richtung nachhaltiges Unternehmertum. Da steht jetzt das Wort systemisch relevant. Und da kommen wir wieder ein bisschen zu dem, was ich vorhin mit übergeordnetem System gesagt habe und wo wir diese drei Kreise ineinander gesehen haben. Also systemischer Zugang heißt für mich, dass ich weiß, was braucht denn das System, das übergeordnete System, mit dem ich es zu tun habe als Unternehmen, tatsächlich. Also wo sind da Notwendigkeiten, wo sind da Shortcomings, wo sehe ich, okay, da ist wirklich ein Bedarf. Ja? Und das kann bei jedem Unternehmen, ob das global aufgestellt ist, wo es dann vielleicht darum geht, in den Lieferketten was auf der sozialen Seite zu tun, oder regional aufgestellt ist, wo es darum geht, in Mainfranken zum Beispiel zu gucken, dass wir mit Wasser besser wirtschaften oder so, können das sehr unterschiedliche Dinge sein. Und da dann eben zu gucken, okay, was sind da Bedürfnisse, sozial oder ökologisch, die beiden Säulen letztendlich auch zu sehen, die ein Unternehmen da erfüllen kann, und einen Auftrag daraus zu generieren und zu sagen, ja, da möchte ich mit meinem Unternehmen was beitragen an der Stelle. Und das sind drei Worte jetzt auf dem Chart, nämlich Purpose, Vision und Mission. Und das sind für mich eben auch die Kerne dessen, wie man da hinkommt, letztendlich so einen Unternehmensauftrag zu formulieren oder eben zu erarbeiten. Ich brauche zum einen erstmal als Unternehmen eine License to operate, also tatsächlich etwas, was mein Unternehmen eine Berechtigung gibt, in 10 Jahren tatsächlich noch zu existieren und einen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass sich Zustände verbessert haben. Also dieser Purpose ist eigentlich so ein bisschen der Kern dessen, was ein systemisches Verständnis von Beitrag ausmacht. Und auf dem entwickeln sich dann letztendlich eine Mission und eine Vision. Und diese Mission ist letztendlich das, wo ich dann sage, wie setze ich das um, also in meinen gegenwärtigen Geschäftsaktivitäten, wer wir sind, was wir machen. Und die Vision ist das, wo ich dann sagen kann, okay, wenn wir unseren Auftrag richtig gut erfüllt haben, dann landen wir da und da und dann sieht die Welt an der und der Stelle ein bisschen anders und ein bisschen besser aus. Und das war in den letzten 10 Jahren ein ganz großer Teil meiner Arbeit, Unternehmen in so einer Leitbilderstellung eben zu bearbeiten. Ich zeige das gerade nochmal, das ist jetzt nicht zum kompletten Mitlesen und Sie können die Folie natürlich auch gerne nochmal haben. Aber da gibt es einen ganz gut durchstrukturierten Prozess, den wir tatsächlich in Unternehmen mit Workshop-Reihen, in der breiten Beteiligung über alle Führungsebenen, wenn möglich, also stark partizipativ eben machen. Und wo wir tatsächlich als erstes mal gucken, was sind denn die systemischen Zugehörigkeiten, was sind die übergeordneten Systeme? Und dann schauen wir, was brauchen die denn hier? Was sind denn in unseren Bereichen wirklich so die Probleme, die auftauchen, wo unser Unternehmen auch was ändern könnte? Und dann gucken wir da auf die Kompetenzen des Unternehmens. Und das ist total spannend, weil Unternehmen haben in der Regel ganz andere Kompetenzen als die, die sie in ihrem Kerngeschäft einsetzen.
Beispiel, wir haben einen Hersteller von Schneekanonen, der weiß ganz genau, okay, nach der Leitbilderstellung Zukunft ist tatsächlich nicht das Geschäftsmodell, mit dem ich in irgendeiner Form was beitragen kann. Aber der hat irrsinnige Kompetenz im Bereich Wasserströmung, Strömungstechnik, Wassergewinnung, wassersparsamer Einsatz und ist jetzt dabei, in Richtung Technologien sich zu entwickeln, um hier Wasersparanwendungen zu machen. Oder wir hatten ein ganz anderer Bereich, ein Verlag, der dann sich entschieden hat zu sagen, okay, wir wären Katalysator in der Region, weil Printprodukte werden in den nächsten Jahren immer weiter abnehmen, für die Gemeinwohlentwicklung. Und dann sich wirklich eingesetzt hat und gesagt, unsere eigentliche Kompetenz sind eigentlich die Beziehungen, die wir haben. Und da können wir tatsächlich was bewirken und da können wir was machen. Und auf dieser Basis mit den Bedürfnissen der übergeordneten Systeme, mit der eigenen Kompetenz, die ein Unternehmen tatsächlich hat, und ich sehe, wenn ich so in die Unternehmen, natürlich auch in der IT-Branche gucke, welche Kompetenzen da sind, ich habe auch mit IT-Unternehmen an der Stelle schon gearbeitet, dann gibt es da oft ganz interessante und gar nicht erstmal ursprünglich jetzt in dem normalen Geschäftsmodell liegende Ideen, in welche Richtung man eigentlich einen Beitrag leisten könnte mit der Kompetenz, die man hat. Aber dazu muss man ein bisschen out of the box denken und dazu ist es gut, so einen Prozess zu haben. Und innerhalb dieses Prozesses wird dann eben so eine Mission, ein Purpose, eine Vision entwickelt und Werte und Prinzipien festgelegt, nach denen das Unternehmen arbeiten möchte. Ich habe dazu auch einen kleinen Beitrag, einen Workbook-Beitrag geschrieben, weil das wirklich in den letzten Jahren mein Steckenpferd ist und weil ich auch darüber, ich fahre heute Abend von hier aus oder vom Forum aus direkt weiter nach Berlin, weil ich morgen und übermorgen zu dem Thema an der Uni in Eberswalde 25 Studenten ausbilde sozusagen. Also diese Thematik gibt dem Unternehmen etwas, wo die Leute wirklich gerne zur Arbeit kommen, gib ihm eine Energiequelle mit einem Leitbild, gib ihm eine Attraktivität mit einem Geschäftsmodell, das eben auch interessante und gute Leute anzieht. Das halte ich für einen der wichtigsten Aspekte und das ist für mich dann tatsächlich, wenn es umgesetzt wird, Unternehmertum in der Art und Weise, dass sie dann vielleicht auch irgendwann stolz sagen können, okay, wir gehören zu denen, die eine bessere Welt unternehmen. Ja, das ist mein flammendes Plädoyer, wie ich nachhaltiges Unternehmertum verstehe und so der wichtigste und erste Teil. Und jetzt vielleicht nochmal ganz weit zurück an der Stelle, wo ich angefangen habe und wo meine eigene Motivation herkommt und wie ich da in die Richtung eigentlich hingekommen bin. Als Schüler am Riemschneider-Gymnasium hier in Würzburg habe ich zwei Bücher gelesen, Grenzen des Wachstums damals, Club of Rome und Ein Planet wird geplündert von Herbert Gruhl, das war so in den Ende der 70er und das hat mich einfach motiviert, in Richtung Umweltschutz was zu machen. Und die Idee war letztendlich, ja, ich habe gern gehandelt, dann irgendwelche Dinge zu verkaufen, die irgendwo einen guten Beitrag leisten können und dann kam das Umweltschutzpapier daher. Und das führte dann in so mehreren Episoden zur Gründung eines Handelsunternehmens, erst Großhandel, dann später eben Versandhandel. Und ich habe mir immer gedacht, naja, wenn ich als Unternehmen eigentlich bessere Produkte anbiete, bessere Preise anbiete, bei gleichem Service, dann müsste ich ja irgendwann letztendlich auch Marktführer sein damit. Und dann ist auch die finanzielle Zukunft gesichert, also ganz im Sinne von dem, was so schön Edward Gibbon mal gesagt hat vor 250 Jahren, man traue keinem erhabenen Motiv, und für eine Handlung, wenn sich auch ein niedrigeres finden lässt. Also durchaus war da bei mir auch dabei, okay, also dann ist mein wirtschaftlicher Erfolg sicherlich gesichert, wenn ich das auf eine gute Art und Weise mache. Und das führte eben dann zur Gründung der Memo AG. Hier sieht man den ersten Katalog mit 40 Seiten und die erste Website, die 97 rauskam und führte heute oder war damals von der Idee her eben die Lösung eines Problems, nämlich Ressourcenknappheit durch nachhaltige Produkte für Unternehmen. Also das war die Idee, die dahinter stand. Mit drei Sortimentsbereichen, also Büro, Schulbedarf, Büromöbel und Werbeartikeln. Jetzt sind wir inzwischen gute 30 Jahre später. Was ist daraus geworden? Memo ist leider nicht Marktführer. Memo hat ungefähr einen Anteil von 1-2% am deutschen Büroartikelmarkt. Also kann sagen, krachend gescheitert auf ganzer Ebene. Gut, es ist ein schönes Unternehmen geworden mit 150 Mitarbeitern, es hat Auszeichnungen bekommen und wir haben natürlich versucht, ganzheitlich, komplett ökologisch in jeder Hinsicht zu arbeiten und zu wirtschaften. Aber diese Idee, die ich letztendlich an der Stelle hatte, dass dadurch, dass man den Menschen ein besseres und attraktiveres Angebot letztendlich macht,
wo sie eigentlich keinen Nachteil haben gegenüber konventionellen Produkten. Das hat leider nicht in der Form funktioniert, muss ich ganz klar sagen. Ja. Memo ist heute ganz anders aufgestellt als vor 35 Jahren. Es gibt 3 Shops, keine Kataloge mehr und wendet sich auch sehr stark eben an Privatkunden. Natürlich hat Memo eine komplette Nachhaltigkeitsstrategie, die sich eben durch alle Unternehmensbereiche durchzieht, also im Sinne von Stufe 2 dessen, was letztendlich ich vorhin auf dem Chart gezeigt hatte. Natürlich hat Memo sich auch in den letzten Jahren einen Zweck, also einen Purpose, eine Mission und eine Vision gegeben, die auch durchaus anspruchsvoll ist. Und natürlich gibt es dort auch ein entsprechendes Leitbild. Das zeige ich jetzt, ohne dass Sie es durchlesen, aber das ist natürlich in allen Punkten ausformuliert und geht eben von Gesellschaft bis Mitarbeiter, von finanzieller Aspekte bis ökologische Aspekte einmal komplett durch. Und die Sortimentsgestaltung bei Memo ist auch etwas, was natürlich nach sehr, sehr stringenten und guten Kriterien abläuft und was auch sehr, sehr stark eben auf gute und beständige und wirklich werthaltige Labels setzt, wie man hier sieht. Also allein ein Drittel des Sortimentes ist mit einem der führenden Öko-Label ausgezeichnet. Aber das ganze Konsumthema, und deswegen bin ich heute eben auch nicht mehr in der operativen Geschäftsführung bei Memo, war etwas, was mich vor 10 Jahren schon umgetrieben hat. Weil ich hatte so das Gefühl, wir sind eigentlich mit einem ganz anderen Problem unterwegs, was ich eben vorhin auch gesagt habe. Für mich passt der Kunstbegriff Zivilisation eigentlich da ganz gut, wenn es um Konsumthemen geht. Und da gibt es einen schönen Satz von einem amerikanischen Schauspieler, Danny Kaye, der hätte jetzt seinen 100. Geburtstag vor einigen Jahren gefeiert. Und der bringt die Sache so auf den Punkt. Ich kaufe Dinge, die ich nicht brauche, mit Geld, das ich nicht habe, um Leute zu beeindrucken, die ich nicht leiden kann. Und das ist für mich irgendwo ein Kern dessen, wo wir tatsächlich unser Problem auch haben. Wir sind durch das Überangebot an Waren, durch diese wahnsinnige Vielfalt, durch die zunehmende Komplexität eigentlich eher genervt. Und wenn man so Statistiken oder Umfragen eben anguckt, sieht man auch, dass die gefühlte Lebensqualität schon vor den ganzen Krisen, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten, eigentlich schon seit 10, 15 Jahren eigentlich nicht mehr steigt. Ja. Und dass wir an der Stelle tatsächlich die Frage sich einfach oder sich die Frage stellt, was trägt eigentlich dazu bei, in der Art und Weise, wie wir konsumieren, dass die Lebensqualität, die wir haben, tatsächlich sich auch verbessert. Weil ein großer Teil unseres Konsums wird eben nicht von rationalen Erwägungen und Nutzenerwägungen gesteuert, sondern von Statuserwägungen. Da geht es darum, okay, habe ich mehr oder weniger als die Peer Group, was schaffe ich mir an, mit was kann ich glänzen, ja. Und das ist auch so ein bisschen die Problematik, die ich grundsätzlich jetzt bei Memo sehe. Wir haben, ohne dass ich jetzt Nestbeschmutzung da an der Stelle betreiben will, jetzt das Sortiment auf 20.000 Artikel ausgeweitet, wo ich im Privatkundenbereich auch ganz viele Produkte sehe, wo ich mir sage, naja, brauchen wir die wirklich? Tragen die wirklich zu einer besseren Lebensqualität dabei? Bei, auch wenn die sehr gut ausgewählt sind, auch wenn sie toll passen, ja. Oder sind es doch eher Luxuskonsumgüter für Lohas, mit denen man sich halt auch dann in irgendeiner Form ein kleines bisschen einen Statuskonsum sozusagen erkauft oder halt einen Status erkauft und konsumiert. Also ich bin da sehr, sehr kritisch an der Stelle und jetzt als Aufsichtsrat im Unternehmen auch immer wieder da am Reden, weil die ursprüngliche Idee von Memo war mal zu sagen, wir machen Konsum für die breite Masse, Ökokonsum erschwinglich. Und jetzt haben wir ein Sortiment, was in vielen Punkten eben letztendlich auch in die Richtung geht, wo ich sage, naja, das sind schon Produkte, die ich nicht unbedingt brauche, ja, und wo ich vielleicht auch wieder im selben System letztendlich gefangen bin. Und was mir total gut gefällt, sind Modelle, die in die Richtung gehen, da eben was zu verändern und einen anderen Ansatz zu wählen und auch Konsum neu zu denken. Da ist ein gutes Beispiel das Zukunftshaus hier in Würzburg. Und das Zukunftshaus hier in Würzburg sieht die Konsumpyramide eben eher so. Ja. Kaufen ist eine schöne Sache, ja. Aber eigentlich ist ökologischer Konsum eine ganz andere Geschichte. Erstmal das länger nutzen, was ich habe. Das reparieren, was reparierbar ist. Vieles selber machen, dann Dinge eben untereinander verleihen oder tauschen, gucken, was ich gebraucht kaufen kann und nur im Extremfall dann tatsächlich vielleicht was Neues kaufen. Das stellt aber natürlich an die Unternehmen auch große Herausforderungen in Bezug auf die Geschäftsmodelle.
Und hier wird es jetzt wieder interessant, weil da kommen wir wieder an die Stelle zurück, wo wir vorhin waren. In diesen Leitbildprozessen, in der Art und Weise, wie wir da mit den Unternehmen in den Workshops arbeiten, kommen wir eben oft auf Geschäftsmodelle, die weg von der ganzen Materialität gehen und die in Richtung dessen zum Beispiel gehen, Produkte anders zu nutzen oder eben Rohstoffe in Anlagen zu verleasen, anstatt sie zu verkaufen. Oder IT-Lösungen anzubieten, die genau das fördern, weil da gibt es ja einfach sehr viel Kapazität und sehr viel Kompetenz in dem Bereich, wie man Dinge dann anders in Wertstoffkreisläufen oder Flüssen halten kann, was heute möglich ist, was vor 10 oder 20 Jahren bisher noch undenkbar war. Also ganz andere Geschäftsmodelle. Und ich denke mir, da in die Richtung zu kommen, ja, da könnten Unternehmen letztendlich auch beitragen und ein Stück weit eben auch das kompensieren, dass vielleicht eben dieses einfach nur immer mehr verkaufen müssen, eines Tages gar nicht mehr notwendig ist, um im ganzheitlichen Sinne als Unternehmen Erfolg zu haben und auch einen Beitrag leisten zu können. Unser ganz persönlicher Beitrag, ja, und das sieht man ganz schön auf der Folie, ist gewaltig, weil 38% dessen, was wir letztendlich an nur CO2-Fußabdruck, da kommen natürlich noch andere Dinge, die unseren gesamten Fußabdruck ausmachen, dazu haben, sind allein Konsumgüter. Und wenn wir dann noch das, was wir auch unter Konsum zählen können, bei Ernährung, bei Mobilität eben dazu rechnet, dann kommen wir auf einen Anteil, der ist deutlich in Richtung 2/3 unseres CO2-Fußabdrucks unterwegs. Also das heißt, wir können eigentlich sehr, sehr viel bewegen mit der Art und Weise, wie wir auch persönlich an der Stelle anders konsumieren und was wir vielleicht eben auch nicht konsumieren. Aber da taucht jetzt genau das Problem auf, mit dem ich mich eigentlich in den 30 Jahren bei Memo, mit dem, wie ich vorhin auch gesagt habe, ein bisschen eher dem unternehmerischen Misserfolg in Anführungszeichen und auch in den letzten 10 Jahren als Berater immer wieder beschäftigt habe und eine Idee, die mir einfach da nicht aus dem Kopf gegangen ist. Das Grundproblem ist, wie bringe ich Menschen dazu, dass sie ihr Verhalten ändern? Weil ich habe Ihnen jetzt ganz viel erzählt heute schon und ich denke mir, vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe, ist Ihnen nicht neu. Das ist eigentlich breites Wissen und es ist uns auch allen klar. Trotzdem verhalten wir uns anders in unserer tagtäglichen Art und Weise zu wirtschaften und zu konsumieren. Warum ist das so? Wenn es nicht mal zu unserer Lebensqualität oft beiträgt. Und wenn ich vielleicht auch das Problem habe, dass ich mein Unternehmen langfristig da eigentlich in eine Sackgasse führe, wenn ich so weitermache. Warum ist das so? Was verhindert Veränderung? Das ist so die Kernfrage, die ich mir in den letzten Jahren immer wieder gestellt habe und die eben auch die Frage war bei Memo, weil warum verändern Konsumenten ihr Verhalten nicht, obwohl man ihnen doch eigentlich ein deutlich besseres Angebot macht. Ja? Warum bleiben sie trotzdem in den Mustern? Und da gibt es verschiedene Antworten darauf. Eine aus meiner Sicht gute Antwort ist das Thema, welchen sozialen Rahmen schaffe ich? Also da das Beispiel, wenn ich einmal die Schwelle zum Bio-Supermarkt überschritten habe, dann ist nicht mehr so, dass ich jetzt aussuchen muss, ob ich ein Ökoprodukt kaufe. Dann ist die gesamte Auswahl eben Bio-Supermarkt. Ja? Und dann schaffe ich das. Ja? Aber auf der anderen Seite sind halt immer noch ganz viele Punkte, die ich immer wieder höre. Ja, mein kleiner Anteil, der macht doch nichts aus. Ja? Also dieses Wirkungslosigkeitsvermutung sozusagen. Ja? Oder ja, ich bin doch nicht der Dumme, ja. Alle anderen machen so weiter, ich ändere mein Verhalten, ich habe dann die Nachteile, ja, und trotzdem ändert sich letztendlich an der Welt nichts. Oder was habe ich denn davon? Ja, bringt mir das Ganze was? Ja. Und da kommen wir jetzt zu dem, was mich motiviert hat, letztendlich dann zu sagen, das Geld, was ich damals bei dem Preis, den ich verliehen bekommen habe, von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, in eine Stiftung zu investieren, jetzt vor 2 Jahren, 2019, um mich genau diesem Thema zu widmen, zu gucken, was sind Möglichkeiten, Modelle und Aktivitäten, die tatsächlich vom Wissen zum Tun kommen. Und das ist eigentlich das, was ich mit der Memo-Stiftung jetzt versuche, seit 2 Jahren eben zu erforschen und auch mit verschiedenen Projekten und Ideen eben in die Welt zu bringen. Und was mich da ganz stark motiviert hat, 2019 bei der Gründung, war die Erfolgsgeschichte von Fridays for Future.
unglaublich, wie eine einzige Person es geschafft hat, so eine Dynamik entstehen zu lassen und so eine Energie entstehen zu lassen, dass ganz viele junge Menschen da mitgehen und wirklich eine Welle machen, die dann tatsächlich politische Veränderungen bewirkt hat, auf einer Ebene, die man sich eigentlich nicht vorstellen konnte. Und das habe ich mir jetzt in den letzten 2 Jahren zusammen mit dem Team der Stiftung eigentlich als Vorbild genommen, weil ich glaube, dass diese gesellschaftliche Dynamik, dieses ich weiß, dass das sind viele andere, die wollen auch was in der Richtung. Ich bin nicht allein, ja? Ich bin auch nicht der Dumme, wir machen was gemeinsam. Ich bin Teil einer Bewegung. Also ich kann tatsächlich was mit dem, was ich tue, gemeinsam mit anderen bewirken. Dass das ein ganz, ganz wichtiger und ausschlaggebender Faktor ist, eben vom Wissen zum Handeln zu kommen. Und die Idee, die wir entwickelt haben und mit der ich das jetzt heute abschließen möchte, ist ein Veranstaltungskonzept, das wir in Würzburg und in Mainfranken im letzten Jahr, diesem Jahr im Mai zum ersten Mal durchgezogen haben. Wir mussten es ein bisschen schieben wegen Corona, weil Veranstaltungen natürlich viele Jahre jetzt nicht möglich waren. Aber das ist die Zukunftswoche. Und diese Zukunftswoche, die ist dieses Jahr vom 2. bis 8. Mai 2022 gelaufen. Und natürlich ist auch ein kleines bisschen das Vorbild auch der BÜWEB-Week dabei. Ich weiß nicht, ob die Ute heute im Raum ist oder wahrscheinlich ist sie online dabei. Sie muss sich auch ein bisschen feiern, weil sie hat uns extrem unterstützt mit ihrer ganzen Erfahrung und dem Wissen aus der Organisation einer solchen Veranstaltung. Die Idee ist, dass wir ein Veranstaltungsformat innerhalb einer Woche machen, wo geballt alles, was in der Region zum Thema Nachhaltigkeit sich engagiert, was da ist, unternehmensseitig, kommunalseitig, NGO-seitig, bildungsseitig, dass all diese Veranstaltungen in eine Woche legen, um dem Thema Nachhaltigkeit in der Region Sichtbarkeit zu geben, um all die Menschen, die dort interessiert sind, miteinander zu vernetzen und um zu zeigen, was es eigentlich in der Region schon alles gibt. Wir haben mit dem Konzept, an dem wir jetzt 1,5 Jahre eben auch im Netzwerk gearbeitet haben, wirklich viele offene Türen eingerannt. Sowohl bei der Bildungsseite als auch bei den Kommunen. Wir sind auch von der Regierung unterstützt worden. Wir haben ganz viele NGOs dazu gebracht. Man sieht, dass wir bei den Kooperationspartnern eben auch von der Unternehmensseite, vom BVMW bis zur Stadt Würzburg, Agenda 21 oder eben Landkreisen und so weiter, viel dabei hatten. Und man sieht auch, was es tatsächlich für eine Vielfalt von Akteuren gibt, die hier in dieser Zukunftswoche eben Veranstaltungen gemacht haben. Und das war für mich tatsächlich so ein richtiger Energieschub, der sich gezeigt hat, wo ich gemerkt habe, ja, wir sind mit dieser Idee, mit diesem Konzept auf dem richtigen Weg. Das könnte tatsächlich so ein Tipping Point sein, so ein Auslöser, der Würzburg und den Landkreis Mainfranken oder die Region Mainfranken nach vorne bringt. Wir hatten über 70 Veranstaltungen. Für eine Erstlingsveranstaltung noch nicht so viel wie die BÜWEB-Week, fand ich wirklich gut. Hatten einen tollen Event zusammen mit der Stadt auf dem Marktplatz, das Zukunftsfest. Und hier einfach nochmal so 2, 3 Impressionen. Das war Zukunftsfest bei allerbestem Wetter auf dem unteren Markt. Das war eine Veranstaltung mit einer großen Aufstellung vom BVMW, wo über 70 Leute aus Unternehmen zusammen sich zum Thema SDGs eben positioniert und da Strategien entwickelt haben. Oder ganz was anderes, eine Gartenführung mit Heilkräutern. Also da war eine riesige Bandbreite an Dingen dabei. Ja. Und es hat richtig Spaß gemacht und wir hatten richtig viel Energie auch letztendlich an der Stelle gespürt und die Entscheidung, es nächstes Jahr wieder zu machen, ist definitiv gefallen. Die Stadt checkt gerade noch die Verfügbarkeit des unteren Marktes, weil wir wollen ein bisschen größer werden in dem Bereich. Wir haben ganz viel gelernt. Wir wollen zukünftig auch noch mehr Live-Veranstaltungen an zentralen Orten machen, dass Menschen da auch noch mehr zusammenkommen. Das war teilweise ein bisschen verstreut. Und wir freuen uns sehr darauf, dass wir auch dann Unternehmen noch ein bisschen besser einbinden können, weil dann können wir über eine Expo denen eben auch ein entsprechendes Forum bieten. Und das ist jetzt so die letzte Werbefolie sozusagen von meiner Seite. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn aus dem Kreis der Unternehmen, die hier dabei sind, vielleicht auch Ideen da sind, in Richtung eine Veranstaltung zu machen, eine Veranstaltung zu hosten. Wir sind über jede Art von Input und Unterstützung dankbar, freuen uns natürlich auch, wenn wir da Sponsoren gewinnen. Und es wäre toll, wenn ich viele von Ihnen im Laufe der Zukunftswoche im nächsten Jahr im Mai dann sehen würde und wir tatsächlich die Region Mainfranken an der Stelle im Nachhaltigkeitsbereich als Unternehmen ein bisschen nach vorne bringen.
Ja, damit möchte ich schließen, mich bedanken und vielleicht eben noch, wer interessiert ist an dem Thema systemische Leitbilderstellung. Ich habe so einen Dreiseiter dazu geschrieben, wo dieses Konzept ein bisschen skizziert ist. Den kann ich gerne verteilen. Geben Sie mir einfach Ihr Kärtchen oder schreiben Sie mir eine kurze E-Mail. Dann schicke ich Ihnen das zu. Stehe natürlich auch für Fragen in dieser Richtung sehr gerne zur Verfügung. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt einen sehr schönen Nachmittag noch und hoffe, dass ich die eine oder andere Inspiration liefern konnte. Danke. Ja, Jürgen, vielen Dank. Das war ja schon mal ein super Einstieg. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was ich mir auf jeden Fall mal gemerkt habe, ist, dass du offensichtlich ein Experte für unangenehme Fragen bist. Weil ich finde den Einstieg, was ist die Daseinsberechtigung meines Unternehmens in 10 Jahren, ist schon spannend. Ja. Aber natürlich auf jeden Fall eine gute Frage. Die werde ich mir auf jeden Fall mal mitnehmen. Und das andere Problem kenne ich natürlich auch. Ich konsumiere durchaus auch gerne, vor allem irgendwelche Digitaltechnik. Und ich muss durchaus zugeben, wenn jetzt bei irgendeinem Notebook der Deckel aus 20% Meeresplastik ist, dann denke ich mir schon so, oh, wenn ich das jetzt kaufe, je mehr davon, desto besser so ungefähr. Aber so läuft es natürlich nicht. Ja, es ist uns schon irgendwie auch klar. Auf das Thema gebrauchte Sachen wollte ich noch ganz kurz eingehen. Ja, da haben wir heute auch zum Beispiel die BBNet zu Gast. Ich winke mal kurz ins Publikum. Da kann man wunderbare gebrauchte Notebooks kaufen. Bei Dell kann man die inzwischen sogar mieten, habe ich gehört. Also das wären ja sogar schon zwei Punkte. Mietmodelle statt verkaufen. Und auch gebrauchte Notebooks mieten sind ja schon mal zwei Punkte da drin. Auf jeden Fall sonst sehr spannend. Und natürlich wollte ich noch empfehlen, die Zukunftswoche Mainfranken. Wir waren da auch, konnten da auch uns als Sponsor nennen. Die TakeNet war auch dabei. Ich habe das Logo auch vorhin, ihr habt es ja vielleicht gesehen, oder du hast es vielleicht gesehen. Ja. Also das war uns auch echt ein Anliegen, hat uns auch echt Spaß gemacht und kann ich für nächstes Jahr nur empfehlen. Da waren auch ein super Programm dabei. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die WWW, die werde ich nachher nochmal extra erwähnen. Ja, ich würde kurz noch anbieten, haben wir noch Fragen aus dem Publikum? Wir haben auch ein Mikro theoretisch. Ansonsten wird uns Jürgen noch ein bisschen erhalten bleiben. Der ist also noch einen größeren Teil des Nachmittags auf jeden Fall da und steht auch nachher für Fragen und Gespräche noch zur Verfügung. Im Moment sehe ich, glaube ich, keine. Wir würden dann auch den Vortrag gerne noch rumschicken. Da war auch gerade schon mal die Frage im Chat. Das werden wir im Anschluss dann gerne noch mal tun. Und ja, dann würde ich sagen, erstmal noch mal vielen Dank für den sehr guten Einstieg heute. Das war auf jeden Fall sehr interessant und wir werden uns auf jeden Fall noch unterhalten und bestimmt auch noch öfter wiedersehen, spätestens bei der nächsten Zukunftswoche. Genau, da freue ich mich schon drauf. Ich und wie gesagt, auch. Würde mich freuen, viele von Ihnen da auch in irgendeiner Form dann mit einbauen zu dürfen. Genau. Okay, ihr habt mich runtergeschaltet, prima, dann kann ich meinen Rechner jetzt hier Wir haben natürlich auch wie immer noch ein kleines Geschenk für dich. Das ist bestimmt nicht der erste Boxbeutel, den du dieses Jahr geschenkt kriegst, aber in Franken weiß man ja, das geht immer. Und dazu gibt es noch ein bisschen Konsum, aber wir wünschen dir einen schönen Abend mit einem schönen Fläschchen aus Franken. Okay, wunderbar. Weinchiller-Stick passt zum Boxbeutel, also das ist top. Okay, ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag.